Doxing und Feindeslisten sind strafbar. Seit heute gilt der neue Paragraph 126a StGB und ich möchte kurz erklären, worum es geht, warum wir den überhaupt brauchten, wer dafür ist und wer dagegen und was es für die praktische Arbeit bedeutet, als Täter oder als Opfer. Zunächst einmal, warum haben wir überhaupt hier eine Vorschrift? Wir haben schon öfter über Doxing gesprochen, beispielsweise bei Schlauchboot-Fan, weil der Herr Schiffmann dessen Adresse veröffentlicht hatte. Und damals sind wir vom 42 BDSG ausgegangen. Es gab eine Datenschutzvorschrift, die es tatsächlich schon vorher verboten hatte, personenbezogene Daten zu veröffentlichen in der Schädigungsabsicht, insbesondere wenn diese Daten nicht öffentlich frei verfügbar waren. Und da ergaben sich immer wieder Lücken. Zum Beispiel hatte Schiffmann, gleicher Täter, bei einem Facebook-User Wolfi ebenfalls ein Impressum veröffentlicht, was allerdings nicht unter 42 BDSG fiel, weil nämlich die Daten schon vorher öffentlich bekannt waren. Und das ist jetzt anders. Also, wir haben jetzt eine neue Strafbarkeit und die gehen wir mal durch. Das wird jetzt ein bisschen juristisch. Also, wer öffentlich in einer Versammlung und so weiter personenbezogene Daten können sowohl Fotos als auch Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen sein. Das sind personenbezogene Daten, kennen wir aus dem Datenschutzrecht. Einer anderen Person in einer Art und Weise, also die Person, andere Person bezieht sich auf die Daten, in einer Art und Weise verbreitet, die geeignet und nach den Umständen bestimmt ist, diese Person einer Gefahr auszusetzen. Und jetzt wird es schon mal kompliziert im Satzbau. Und wir haben hier auch schon die ersten Änderungen, die im Rechtsausschuss nachträglich noch eingebaut worden sind. Also, wir haben Daten über eine andere Person und wir haben eine Verbreitungshandlung. Aber für eine Strafbarkeit muss jetzt hier hinzukommen, dass sie geeignet und bestimmt sind, um eine Gefahr für die betroffene Person auszulösen. Und das jetzt ist eine Einschränkung, die kompliziert formuliert ist, aber Folgendes bewirken soll. Es soll nicht jede Verbreitung von personenbezogenen Daten unter Strafe gestellt werden, sondern nur solche Handlungen, die geeignet und nach der Vorstellung des Täters bestimmt waren, nach dem Wissen und Wollen des Täters, damit diese Person einer Gefahr ausgesetzt wird, zum Beispiel ein gegen sie gerichtetes Verbrechen oder eine andere rechtswidrige Tat, allerdings nicht jede beliebige Tat, sondern hier rechtswidrige Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder die körperliche Unversehrtheit. Also das sind die Sachen, die hiervon umfasst sind, also die eine Gefahr begründen, die die Strafbarkeit wiederum auslösen. Kommen wir noch mal ganz kurz zum subjektiven Tatbestand, weil das eine wichtige Einschränkung ist. In dem ersten Entwurf, der im Frühjahr vorgelegt wurde, stand nur eine Eignung drin als Voraussetzung für die Strafbarkeit. Und was neu hinzugekommen ist, ist die Bestimmung nach den Umständen nach bestimmt. Und das ist jetzt ein Merkmal in der Vorstellung des Täters. Das heißt, wenn ich als potenzieller Täter Daten verbreite, aber nicht davon ausging, dass dies zu einer Gefährdung führt, dann mache ich mich nicht strafbar. Und ich muss jetzt vorsichtig formulieren, es kommt nicht darauf an, ob ich die Absicht hatte, jemanden zu schädigen, sondern nur, ob die Taten, die Daten und die Art der Weise und Weise der Verbreitung den Umständen nach geeignet und bestimmt waren. Was hier also erforderlich ist, ist Dolus Directus zweiten Grades. Es muss mir nicht darauf ankommen, jemanden zu schädigen, aber ich muss wissen, dass eine solche Schädigung denkbar ist und dass das quasi von meiner Tatvorstellung auch umfasst ist. Das kann einigermaßen kompliziert werden. Diese Figur ist nicht ganz neu. Wir haben die auch in anderen Vorschriften, aber das ist ein Entgegenkommen, um eine ausufernde Strafbarkeit zu verhindern. Denn der 126a geht weiter als die datenschutzrechtlichen Vorschriften insofern, als hier die Geheimniseigenschaft der Daten nicht mehr Voraussetzung ist. Wir haben hier die weitere Qualifikation, wenn die Daten nämlich nicht allgemein zugänglich waren, das haben wir hier im Absatz 2, dann ist die Strafe noch höher, nämlich 3 Jahre oder Geldstrafe, während der normale Strafrahmen bis zu 2 Jahren ist. Das heißt, wenn die Daten nicht allgemein zugänglich waren, 3 Jahre, wenn sie allgemein zugänglich waren, 2 Jahre. Und früher im Datenschutzrecht war es gar nicht strafbar, wenn die Daten nicht, wenn die Daten frei zugänglich waren. Jetzt können wir doppelt verneinen. Wir haben eine weitere Einschränkung, die im Rechtsausschuss hinzugekommen ist, nämlich der Verweis auf den 86 Absatz 4. Und das war die Vorschrift, warum die AfD dann gesagt hat, damit wollen wir jetzt nichts mehr zu tun haben. Das wird jetzt hier wieder ein Gesinnungsrecht. Hier würden die Antifaschisten bevorzugt.
Denn, und das ist vielleicht auch Gegenstand von einigen der Fragen, die wir nachher durchgehen wollen, der 86 Absatz 4, auf den hier verwiesen wird, lautet, die Absätze 1 und 2, das ist also die Strafbarkeit im 86, gelten nicht, wenn die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder Wissenschaft und so weiter dienen. Hier werden also bestimmte Zwecke privilegiert. Und der Hintergrund davon ist, dass in den Anhörungen viele zivilgesellschaftliche Organisationen gesagt haben, das ist gefährlich, der 126 in der Form des damaligen Beschlusses kann dazu führen, dass man nicht einmal mehr über zum Beispiel rechtsextreme Umtriebe aufklären kann. Und dann hat man gesagt, okay, dann machen wir es doch wie im 86 auch und sagen, dort, wo es darum geht, staatsbürgerliche Aufklärung zu betreiben oder eben verfassungswidrige Bestrebungen zu verhindern, dort soll die Tat straffrei bleiben. Und da sagte die AfD, das ist gegen uns gerichtet, das wollen wir nicht haben. Die Begründung der AfD ist ziemlich lang, man braucht ziemlich lang, bis man weiß, was sie eigentlich wollten, weil sie sagten, dass sie selbst auch immer selbst Opfer von Doxing oder Feindeslisten oder solchen Recherchen werden und diese Privilegierung sei gegen sie gerichtet. Jetzt könnte man sich fast sagen, wenn es die AfD schlecht findet, finde ich es gut. Die anderen Parteien hatten durchaus auch kritische Anmerkungen, Grünen beispielsweise sagten, hier sind ein paar Begriffe nicht ganz klar. Die Linke schloss sich der Argumentation der FDP an. Wer es genau wissen will, liest die Drucksache 19.3.1.1.1.5 vom 23.06. Da hat man die verschiedenen Positionen, dann kann man sich überlegen, wem man sich anschließen will. Ich persönlich halte eine weitere Strafbarkeit für hilfreich. Es ist im Grundsatz richtig, dass wir Doxing unter Strafe stellen. Der ursprüngliche Gesetzesentwurf hatte die Überschrift noch Feindeslisten. Aber Feindeslisten sind längst nicht alles. Das, was wir ja in letzter Zeit in Social Media erlebt haben, ist, dass einzelne Personen herausgegriffen werden. Und da hat man auch wieder diesen Whistleblower-Effekt. Man sagt einfach nur, oh, hier gibt es ein Impressum und wäre doch nett, wenn jemand mal vorbeischauen würde. Es wird also nicht dazu aufgerufen, geht vorbei und vermöbelt den, sondern man gibt etwas vor, was an sich völlig legal ist. Wäre doch nett, wenn der Herr XY ab und zu mal Besuch bekommen würde. Und was dann passiert ist, die Follower laufen los, klingeln oder schicken, bestellen Pizza, das sind noch die freundlichen Sachen, oder schicken Drohanrufe, Drohmails oder kontaktieren Arbeitgeber. Das ist ein Verhalten, das gibt es von links, von rechts, von Impfgegnern, Impfbefürwortern. Ich habe es nur nicht überall gesehen. Also ehrlich gesagt, bei den Impfbefürwortern habe ich solche Aktionen noch nicht oft erlebt. Aber das ist jetzt etwas, was zunehmend in den aktuellen Zeiten als Mittel eingesetzt wird, um andere Menschen von der Teilhabe im politischen Diskurs wegzuhalten, sie zu bedrohen oder ihre persönlichen Daten ins Netz zu stellen, sodass dann andere Leute die eigentliche Drecksarbeit machen. Und das hat man jetzt hier unter Strafe gestellt. Ich hatte heute Morgen den Gesetzestext getwittert und gefragt, ob ihr Fragen dazu habt. Ich habe mir heute Mittag einige davon schon angeschaut und wir können sie ja mal einfach gemeinsam durchgehen, wie in einem Reaction-Video. Kann man das ins Querformat bringen? Geht nicht bei Twitter. Geht doch bei Twitter. Ja, so rum. Jetzt muss er warten, bis er rumkommt. Also, freue mich auf Fragen, kommen wahrscheinlich erst, wenn das Video on ist. Nee, gute Frage ist, was ist, wenn die Daten bereits öffentlich sind? Hatten wir schon besprochen, das ist kein Ausschließungsgrund. Also auch bei bereits öffentlichen Daten kann man sich damit strafbar machen. Absatz 2, ja, da steht es auch drin. Gibt es einige, die rückwirkend agieren können? Das war auch schon eine Frage. Was ist mit den Handlungen, die jetzt schon begangen worden sind? Es gibt das Rückwirkungsverbot, die Strafbarkeit muss jetzt erfolgen. Man kann nicht Gesetze machen für Handlungen, die in der Vergangenheit lagen. Wenn allerdings Dauerdelikte vorliegen, kann das was anderes sein. Also wenn jemand schon etwas veröffentlicht hat und es jetzt nicht aus dem Netz nimmt, könnte man darüber nachdenken, ob jetzt eine erneute Strafbarkeit eintritt. Rückwirkend einsetzen, so jetzt muss noch Staatsanwaltschaft und Gericht das umsetzen. Ja, wie immer bei neuen Gesetzen hat man das Problem, dass es passieren kann, dass nicht alle Strafverfolgungsbehörden die Rechtslage kennen. Und deswegen, jetzt ruft hier jemand an, in das Video, klicken wir mal weg. So, gilt das nur für kommende Fälle? Ja, es gilt nur für kommende. Rückwirkungsverbot, das steht jetzt hier im allgemeinen Teil des BGB. Inwiefern würde das Gesetz Outings organisierter Neonazi und ähnliche, also Bekanntmachung des Bildes, Namens der betreffenden Personen betreffen? Wenn ich unter die Privilegierung falle, dass man also verfassungswidrige Bestrebungen, staatsbürgerliche Aufklärung betreibt, dann kann das privilegiert sein. Bloß nur, weil man Neonazis
aufdeckt, heißt das noch nicht, dass man da drunter fällt. Also an der Stelle muss man tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein. Nur gut zu meinen bedeutet nicht, dass man es tatsächlich auch richtig macht und dass man in den Fall der Privilegierung fällt. Also insbesondere, wenn man schon die erste Hürde reißt, also sprich diese Schädigungsabsicht oder das Wissen der Eignung um eine Erzeugung von Gefahr, wenn das gegeben ist, dann bin ich wirklich darauf angewiesen, dass ich die Strafbarkeit verhindere durch die Privilegierung. Da muss ich wirklich gute Argumente haben, warum das erforderlich war, um diese staatsbürgerliche Aufklärung zu betreiben. Im Ergebnis, es ist möglich, wir hatten diese Regelung ja auch schon vorher bei anderen Äußerungsdelikten, aber man sollte sich das genauer anschauen, wie das funktioniert und wo die Grenzen dafür sind. Doxing, Stalking, wenn vielleicht mehr Ermittlungen gestartet, die aber häufiger ergebnislos eingestellt werden. Ja, ob sie eingestellt werden oder nicht, wird man sehen. Auf jeden Fall ist das ja erstmal eine Straftat mit einem Strafrahmen 3 Jahren, der auch ziemlich robust ist. Dafür kann man auch schon Hausdurchsuchungen durchführen, die verhältnismäßig sind im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ist das das Ende von Telefonbüchern und Google? Ja, schauen wir uns mal an. Was ist denn mit solchen Verzeichnissen? Die erfolgen ja nicht in der Eignung oder Absicht, um Menschen zu schädigen. Das heißt, da können Sie schon an dem Tatbestandsmerkmal, spätestens am subjektiven Tatbestand, scheitern. Aber natürlich kann man sich fragen, wo ist da genau die Abgrenzung zur neutralen, zulässigen Handlung? Das Ding hier werfen wir mal darunter. Steht doch im Gesetz, das wird eine Antwort sein. Vielen Dank, habe ich es richtig verstanden, dass das folgende Beispiel diesen Sachverhalt erfüllen kann. Mein Bild taucht in Corona-Nazi-Gruppen auf, das heißt, bin jetzt öffentlich noch mehr eine Zielscheibe für und so weiter, behalten Sie das im Auge. Also, da haben wir eine Userin auf Twitter, die sagt, ihr Bild, jetzt scrolle ich da schnell durch, aber es ist auf Twitter sowieso öffentlich. Zunächst einmal wichtig, ich habe es vorhin schon gesagt, personenbezogene Daten müssen jetzt nicht Telefonnummern und Adressen sein, sondern auch ein Bild kann ein personenbezogenes Datum sein. Wir haben dann natürlich noch einen zusätzlichen anderen Schutz über das Kunsturhebergesetz und das Recht am eigenen Bild. Aber die Verbreitung eines Bildes ist auch ein personenbezogenes Datum, sodass es den Straftatbestand auslösen kann, insbesondere wenn diese Verbreitung in der Kenntnis erfolgt, dass es die Gefahr für Straftaten für die betroffene Person erhöht. Insofern, ja, das könnte darunter fallen. Wenn sowas passiert oder weiterhin fortdauert, bringen Sie es zur Anzeige. Warum ist unter Punkt 2 der Schaden so spezifisch beschrieben? Das hat jemand schon vorgebracht. Wir sehen im Gesetz, dass die eine Ziffer Verbrechen ist. Das sind Straftaten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von 1 Jahr und aufwärts bedroht sind. Das ist zum Beispiel Raub, Tötung 5 aufwärts. Viele Gewaltdelikte, Vergewaltigung haben also einen Mindeststrafrahmen von mehr als 2 Jahren. Aber man hat dann in Nummer 2 einige Vergehen aufgelistet, die also nicht die Mindeststrafandrohung von 1 Jahr Freiheitsstrafe haben, die aber trotzdem darunter fallen sollten. Was beispielsweise nicht runterfallen sollte, ist die Gefahr, dass man Opfer eines Diebstahls wird. Das ist davon nicht umfasst, aber eine Körperverletzung soll umfasst sein, obwohl es ebenfalls nur ein Vergehen ist, was also eine geringere Mindeststrafandrohung hat. Da hat man diesen Katalog vorgenommen. Was haben wir nicht noch? Moment. Da sind wir auch schon durch mit den Kommentaren. Ich glaube, dass wir nicht alle Fragen, die hier denkbar sind, an dieser Stelle schon beantwortet haben. Insofern, wenn ihr Lust habt, darüber weiter zu diskutieren, bringt es einfach in die Kommentare. Es ist ein komplett neuer Straftatbestand. Die Kommentarliteratur hat es noch nicht aufgegriffen. Die muss dazu auch erstmal reagieren. Viele von den Fragen finden sich in anderen Stellen. Zum Beispiel, was ist eigentlich öffentlich? Verbreitung. Zum Beispiel, weil es oben im Straftatbestand drin steht, könnte sich die Frage stellen, wie gehen wir denn mit den Fällen um, wenn ich sowas in einer WhatsApp-Gruppe verbreite. Schauen wir uns also hier nochmal das Gesetz an. Wer öffentlich in einer Versammlung personenbezogene Daten, was ist also öffentliche Verbreitung? Öffentlich bedeutet, wenn wir eine größere Anzahl von Personen haben, für die der Sender keine Kontrolle mehr hat. Da ist die Frage, wo ist da die Grenze? Sind das 10, 20? Kann das schon vorher der Fall sein? Es kommt also auch darauf an, wie die Beziehungen der Personen zueinander sind. Eine WhatsApp-Klassengruppe kann dabei noch nicht öffentlich sein. Auf der anderen Seite hatte mal hier in Würzburg unser Amts- und Landgericht gesagt, dass eine WhatsApp-Gruppe von einem
Vorstand einer Karnevalsgilde durchaus eine öffentliche Verbreitung darstellen sollte. Das war schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Also da hat man die Öffentlichkeit sehr weit strapaziert. Es ist also nicht erforderlich, dass das Hunderte oder Tausende von Leuten sind. Wenn selbst bei 20, 25 Leuten eine direkte Beziehung zu den Leuten nicht mehr besteht, weil man nicht alle Leute persönlich kennt, können wir schon im Bereich der Öffentlichkeit sein. Ja. Wenn weitere Fragen sind, stellt sie hier in die Kommentare. Ich wollte nur meinen ersten Eindruck dazu schnell loswerden. Es gab noch einen weiteren Straftatbestand, der neu eingeführt wurde, die verhetzende Beleidigung. Die würden wir uns dann bei anderer Gelegenheit anschauen, weil wahrscheinlich sowieso im Augenblick alle Leute nur noch Nerven und Augen für die Bundestagswahl haben. Bis dann!